Nun zum Thema sich immer mit anderen vergleichen wollen oder müssen. Wenn wir zum Beispiel übertrieben kritisch gegen kritische Äußerungen von anderen reagieren, dann sollten wir uns hinterfragen, was ist da faul, warum reagieren wir so übertrieben kritisch? Also ich spreche jetzt vom Übertrieben. Ein wesentlicher Punkt ist auch, wenn wir uns selbst, also uns selbst gegenüber sehr kritisch sind, überkritisch sind, dann müssen wir gegensteuern. Manche von uns tragen nach außen hin eine offizielle Maske, eine offizielle Rolle, aber innerlich sieht es ganz anders aus. Manche schotten sich auch ab gegen ihre Umwelt. Manche sind nach außen hin freundlich und zuvorkommend tolerant, aber in der Beziehung kritisieren sie ihren Partner oder ihre Partnerin ständig. Eine Strategie gegen solches Verhalten ist, wir müssen uns selbst annehmen, uns selbst unser Freund sein oder unser Freund werden. Wir müssen lockerer mit uns selbst und auch mit anderen umgehen. Wir müssen uns mehr Spielraum lassen. Wir müssen, ist auch so ein blödes Wort, also es ist sehr hilfreich, wenn wir auch tolerant mit uns selbst umgehen, mit unseren eigenen Fehlern, unseren eigenen Schwächen. Nur dann sind wir in der Lage, auch tolerant anderen gegenüber umzugehen. Wir können uns abgewöhnen, uns gegenüber selbst überkritisch zu sein und auch anderen gegenüber übertrieben kritisch zu sein, indem wir insgesamt toleranter mit uns selbst und auch mit anderen umgehen. Nun zum Thema sich immer mit anderen vergleichen wollen oder müssen. Wenn wir zum Beispiel übertrieben kritisch gegen kritische Äußerungen von anderen reagieren, dann sollten wir uns hinterfragen, was ist da faul, warum reagieren wir so übertrieben kritisch, also ich spreche jetzt vom Übertrieben. Ein wesentlicher Punkt ist auch, wenn wir uns selbst, also uns selbst gegenüber sehr kritisch sind, überkritisch sind, dann müssen wir gegensteuern. Manche von uns tragen nach außen hin eine offizielle Maske, eine offizielle Rolle, aber